Ja, nun, ich bin wieder da. Nächster Part. Jetzt gehen wir zur Bank, legen die Sachen mal rein. Und ja, dann machen wir das Berserker-Training. Was haben wir hier? Gnomen, Ladenbesitzer, Handeln, Bronzeschwert, Langding. Eisenplattenbeinlinge. Hart, Lederharnisch. Wir stellen alles selber her, dann werden wir hier keine Rüstungen kaufen. Und hier ist die Bank. Sehr schön. Also legen wir mal die geschliffene rein. Und die können wir eigentlich verkaufen. Schwarze Perle legen wir rein. Das Trollbaby kann mitkommen. Goldenes Siegel, schmutziges Teil. Der Bogen lasse ich noch. Der Luftstab auch. Teure Gewürze untersuchen. Für Essen verfeinern. Legen wir mal rein. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das Teakholz noch. Und Ralfs Schwert. So, jetzt nehmen wir noch das Fleisch mit. Ja, zwei können wir reinlegen. So, und das Trollbaby kommt jetzt hier runter. So, ich weiß nicht, was wir mit den zwei Sachen machen soll. Die sind ja nichts wert. Können wir denn die verkaufen? Bitte, ich will sie verkaufen. Können wir nicht verkaufen, schade. Zerstören. Und jetzt handeln, für die Schuhe noch zu verkaufen. So. Sehr schön. Und jetzt könnten wir noch, ja, müssen wir schon fast die Hauptaufgabe noch kurz fertig machen. Was muss ich jetzt machen? Ah, hier wird auch empfohlen. Bogenszenen. Hilfssystem. Hilfssystem aus. Also mache ich das mal aus. Was stand da? Mache ich es nochmal aus. Mache ich es nochmal an. Und jetzt Hilfssystem aus. Ja, okay, stand nichts Wichtiges. Ich dachte, man bekommt noch irgendwas, wenn man das Hilfssystem abschließt, aber ich kann es dann wieder anmachen für später. Aber jetzt machen wir es aus, lassen wir es aus, gehen zum Berserker-Trainer und genießen mal unsere Freiheit von dem Hilfssystem. Das ist zwar wirklich ein bisschen unnötig gewesen. Und vor allem, man wird gezwungen, das Hilfssystem zu machen. Man kann nicht irgendwie frei irgendwas machen. Das stört dann immer. Vor allem, wenn man sich neu einloggt und dann teleportieren gezwungen wird, das ist dann wirklich ein bisschen schäbig, aber egal. Es ist jetzt nicht so viel Schild, ja, nichts Schlimmes. Auftrag: Grünschnabel. Töte Berserkermonster, die dir von einem Berserkermeister zugewiesen wurden. So, töte Berserkermonster. Jetzt müssen wir mit dem Aufgabe holen. Als erstes müssen Sie Galliert-Monster besiegen. Töten Sie 5
Außerdem benötigen sie diesen verzauberten Edelstein. Durch ihn können die Berserkermeister mit ihnen Kontakt treten und sie über ihren Fortschritt auf dem Laufenden halten. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie den Stein verlieren sollten. Sie können jederzeit von einem Berserkermeister einen neuen kaufen. Großartig. Viel Glück, vergessen Sie nicht wiederzukommen, wenn Sie eine neue Aufgabe möchten. Habe ich jetzt neue Ausrüstungsgegenstände? Nein, aber... ich muss ihn benutzen. Hallo, LP Drago, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie irgendwelche Ratschläge? Okay, mit einem Pfeilbogen. Okay, ich brauche zackige Handschuhe. Ja, das ist alles. Dankeschön. Wir sprechen jetzt sie mal an. Und, ich brauche Dinge. Zackige Handschuhe nehmen. Und jetzt anziehen. Das sind keine Topfhandschuhe. Ich weiß noch, dass die Höhle irgendwo hier drüben war. Darum gehen wir einfach mal dorthin. Oder... mehr Infos. Ich müsste mit ihm reden. Aber ich rede doch nicht mit ihm. Ich gehe jetzt direkt hier rein. Wo ist eigentlich der Höhleneingang? Ah, hier auf die andere Seite. Okay, dann machen wir doch das mit dem Bogen, wenn der schon sehr effektiv ist. Sodele, und hier haben wir schon ein Monster. Oder zwei. Angreifen. So, und jetzt können wir zerdrücken. Wie geht? 40 EP und eine Lederhaube. Noch was? Nö. Angreifen. Ich hoffe, das zählt jetzt. Ja, es zählt. Gut. Zerdrücken. Sehr schön. Also die Gegner haben immer ein Leben und Energie, wenn wir sie nicht zerdrücken. Oh, ein Schildbogen. Den schauen wir mal an. Was? Neu oben der Heilung. Ah, wir haben Stufe 15 erreicht in Heilung. Dann haben wir ein paar Sachen bekommen. Anziehen, Lederhaube. Ziehen wir doch an. 32. Okay, ist nicht so gut. Aber der hier, Handbogen, Schildbogen. Munition, Pfeile, 26 und 100. 50. Was, der ist so schlecht? Gott, oh Gott, ist der schlecht. Also dann halt nicht. Und angreifen. So. Greifen wir dieses Monster noch an. Also er macht es automatisch, das ist gut. So, und wir haben ein gekochtes Huhn. Das ist Siegel. Ein Bronze-Vollhelm. Ich möchte das Gebiet noch erkunden. Darum gehen wir mal hier weiter. Hier drüben war ja nichts. Hier haben wir irgendwas. Wasser abfüllen. Du kannst dieses Wasser nicht gebrauchen. Dann greifen wir doch mal noch eins an. Machen wir mal die 5. So, Aufgabe abgeschlossen.
Stufenaufstieg. So, was haben wir jetzt eigentlich im Berserker? Haben wir überhaupt Erfahrung bekommen oder nur durch den Abschluss? Berserker. Ja, wir haben noch nichts bekommen. Doch, wir haben ein bisschen bekommen, aber natürlich zu wenig. Ich hoffe nur, dass später Berserker schneller leveln lässt als Nahkampf oder Bogen. Sonst müssen wir wirklich zuerst irgendwie den Umhang haben für Nahkampf oder so. Ich will nämlich den ersten Umhang ist, glaube ich, immer der beste. Und den möchte ich als Berserker haben und nicht als Nahkampf oder Fernkampf oder so. Aber schauen wir mal, das geht noch sehr, sehr, sehr lange. Und ja. Aufgabe holen. Besiegne folgende Monster, 26 Wölfe. Haben Sie Ratschläge für mich? Mit Wasserzauber. Das sind Rudeltiere, okay. Belohnungen. Wie bekomme ich die Punkte? Durch Questabgabe. Lernen. Ich würde gerne wissen, welche Belohnungen ich mir verdient habe. Belohnungen ansehen. Ja, das ist das Gleiche wieder. Aber wie kann ich jetzt den... Ah, ich habe ihn gar noch nicht beendet. Sah so aus, als hätte ich den beendet. Neues Tarosinische dämonische Energie baut sich westlich von Uzer auf. Neues Goblins überfallen das Gebiet nördlich von Dorf Draino. Also besiegen wir nochmals noch die zwei. Gehen wir hier mal links entlang. Besiegen hier einen. So. Einen Kohlsamen. Und Stufenaufstieg bei Ding. Stufenaufstieg bei Fernkampf. Oh, machen wir Schaden. Noch ein Schildbogen. Wenn wir das anziehen, ist nicht so gut. Angreifen. Ja, aber wie bekommen wir noch mehr? Ja, okay, dann hole ich halt Monster. Dann holen wir halt andere Monster. Okay, müssen wir halt Monster noch töten. Und die Lady hier wäscht den ganzen Tag die Kleidung, kommt nie vorwärts. Die müssten schon lange zersetzt sein. Ja, danke, aber ich möchte gerne wissen. Ja, was soll ich jetzt hier? Aufgabe holen. 26 Wölfe. Dann gehen wir jetzt mal die Wölfe töten. Aber diesmal mit Magie haben wir leider nur den Luftstab. Aber ja, haben wir das Wasser. Das ist wahrscheinlich auch Luft, wenn es weiß ist.
So, hier haben wir zum Beispiel ein junger weißer Wolf. Aber wo sind die normalen Wölfe? Ja, toll. Natürlich ist alles noch ein bisschen buggy. Ich besiege jetzt einfach mal weiße Wölfe. Die sind grün, die schaffen wir. Nein. Ich möchte nein. Gib mir die nein. Wir haben hier nichts, oder? Doch. Wir haben eins bekommen. Jetzt noch eins, komm. Doch, keine Chance. Komm, noch ein Schlag. Auf die Fresse, ein Kick. Die Soundeffekte sind noch gut. So, wir haben die Herausforderung geschafft. Herausforderung muss man ja da oben abgeben. Dann geben wir doch die ab. Dann geben wir die doch ab. So, als nächstes machen wir mal Bergbau. Da habe ich, glaube ich, das letzte Mal irgendwas Gutes bekommen. Beim vorherigen Charakter vor 3, 4 Jahren. Und der hatte mir eine mehrfach Axt, also Axt, Spitzhacke und Schaufel gegeben. Und die will ich wieder. Ich will die haben. Die ist nämlich sehr, sehr stark gewesen. Also, dann werden wir jetzt kurz nachher Bergbau machen und dann werden wir Ding machen, Beschwörung. Das ist auch noch sehr schön. Eine gute Fähigkeit. Aha, das ist gar keine Tages. Okay, egal. Dann gehen wir hin, handeln. Verkaufen. Verzauberte Edelstein, Wegfindung, Handschuhe. Die Lederhaube können wir verkaufen. Die Schildbögen. Ein gekochtes Huhn. Bronzevollhelm. Wolffleisch. Kaufen und der Rest lagern wir. So, Bank benutzen. Deponieren, deponieren. Den nehmen wir mit, den legen wir weg. So, die goldenen Siegel können wir noch verbrauchen. Ich will ja noch die Pfeilspitzen machen, dann werden wir das gleich noch kombinieren. So, dazu gehen wir jetzt hier hin. Können wir mit jemandem reden? Oder ist das hier gar kein Auftrag? Das schauen wir mal hier. Jetzt habe ich nochmal den Auftrag Herausforderung, den gleichen Auftrag. Minispiele, Hilfssystem empfohlen. Fertigkeit, Kartoffeln. Dann werden wir das mal setzen. Okay, dann gibt es die Axt wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Oder wie kann ich das verstehen? Ich werde dann das machen, wenn ich eine Herausforderung habe. Ja, also, wir brauchen die Sachen, Handeln, Samen, jetzt Pflanzer, eine Gartenkehle. Ne, ich denke, wir brauchen das nicht. Also werden wir zuerst einmal rächen.
dann benutzen mit Ding. Ja, er nimmt hier die Kelle. Aufgabe abgeschlossen. Die erste Ernte. Jetzt wird das hier wachsen. Bis dann können wir mal mit dem Bergbaumeister reden. Vielleicht gibt er uns doch einen Auftrag. Kann ich das Unkraut den Kühen geben? Benutzen Ding mit Kuh. Die Kuh mag das wohl nicht. Pech. Dann werdet ihr halt in diesem Unkraut herumtampeln und der Charakter findet den Weg nicht. Herausforderung holen. Ja, Kupfererz setzen. Gut, dann werden wir mal ein bisschen Kupfererz holen. Ja, das ist normal. Dann werden wir gleich noch den Auftrag für 10 Erz machen. Dann haben wir das gemeinsam. Dann können wir Bronze gießen und dann die Pfeilköpfe endlich herstellen. Und Stufe 9. In Bergbau. Nichts bekommen. 25 Kupfererze müssen wir. Oh Gott. Okay, dann werden wir zuerst die Pfeile holen. Werden wir hier ein bisschen nicht Ton. 10 noch mitnehmen. Oh, der ist direkt gegangen. Okay, es ist unterschiedlich, wie schnell die abgebaut werden. Natürlich mit einer besseren Spitzhacke schneller. Ich will nicht Ton. Ich will nicht Ton. Wieso kann man das nicht sofort abbrechen? Sieht man nicht. Den Unterschied sieht man eigentlich nur schwer. Von dieser Seite sieht man den Unterschied gut, aber von hier nicht. Vor allem achtet man ja auch nicht drauf. So, ah, hier haben wir nochmals. Ist schon wieder nachgewachsen. So, jetzt haben wir vier Dinge. Fünf haben wir jetzt. Jetzt müssten wir noch zwei von den 10 haben. Hier war, glaube ich, eine Frau hintergesperrt. Vielleicht kommt die Quest noch. Komm. Gut. Nein, nicht abbrechen. So, dann bauen, gießen wir das mal. Dazu müssen wir wieder rausgehen. Ja, ich weiß, dass dort Kupfererz ist, aber lass mich doch mal zuerst gießen. Oder verhütten. Oh, noch ein Stufenaufstieg im Schmieden. Und Bronzebolzen können wir jetzt herstellen. Das ist sehr gut. Dann Schmieden am Boss. Die Bronzebolzen. Ah. Und wo sind die Bronzepfeile? Wurfpfeilspitze, Bronzenägel. Bronzepfeilspitzen können wir noch nicht herstellen. Dann werden wir uns mal üben. Zum Beispiel. Gibt es kein. Es gibt alles gleich viel EP, aber die Kosten ist vom von den Bronzebolzen am höchsten. Dann werde ich die Bronzebolzen verkaufen. Dann haben wir bald genug EP, um. Sag schon, um die Pfeilspitzen zu machen. Und wir bekommen auch ein wenig Geld.
Also das ist wahrscheinlich Handwerk, das werden wir danach machen. Aber zuerst will ich die 50 Kupfer abbauen. Hey Gott, oh Gott, oh Gott. Oder wollen wir den Auftrag dann abbrechen? Ich komme, hey, das 50 ist viel zu viel. So. Dann werden wir wieder 5. Oder wir werden einfach so die Hälfte. Das sind 4 mal 4 sind 16. 16 durch 2, 8. Wir werden je 8 Erze. Ne, Ding. Dann haben wir volles Inventar. Und können dann wieder Wurf, also Ding, Armbrust, Ding holen. So, jetzt können wir Kampf, Blurit, Erz und Neustern, Schnuppe der Größe 1. Weiß jetzt nicht, was das heißt. Wahrscheinlich können wir es finden oder wir können dran bauen. Also abbauen. Und dann höheren Gebiete finden wir dann andere Erze. Oder auch die Erze noch. Zum Beispiel in der Bergarbeitergilde oder so. Bergbauergilde. Tönt ein bisschen blöde. Dort gibt es wahrscheinlich ziemlich viele. Oder in der Goblinmine. Da war ich einmal. Da nervt es mich, dass so viele Skorpione mich angriffen. Habe ich nie lange gebuddelt, aber ich kenne einen Ort, da gibt es auch viel. Und das ist in der Wüste ganz oben. Da gibt es ziemlich viele, sind aber leider auch Skorpione, aber die greifen immerhin nicht immer an. Ja, wir werden schauen, wo wir am besten Bergbau trainieren können. Ich werde sicherlich bis Runit Erz recht schnell diese Fähigkeit trainieren, ab dann, ja, ich weiß es nicht, was es dann noch bringt, weil Runi der Erz ist, glaube ich, Level 35 oder so, 40, keine Ahnung. Hier hat es überall Ton, dann gehen wir da vorne, abbauen. Ups, zuerst hier. Ich dachte, du wärst fertig. Ich hab's nicht gesehen. Ja, komm schon. Also, das muss doch nicht so ein starker, schwerer Stein sein. So ein zäher Stein von einem. Hallo, nicht einschlafen. Gut, also jetzt gehen wir. Ja, und sobald wie möglich gehen wir dann auch noch in die weiße Stadt dort. Dort hat es nämlich einen Friseur. Und andere Sachen. Muss ich kurz überlegen. Es gibt so eine Eventhalle dort. Da kann man irgendwas machen. Oder konnte man damals was machen? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war so eine Geburtstagsparty von RuneScape oder so. Ich glaube, die ist jetzt nicht mehr. Aber es ist eine Eventhalle. Und dann gibt es dort noch. Ja, der Eingang in die Goblin-Mine gibt es dort auch noch. Und weiter unten gibt es dann ein Dorf mit Fischerei und so. Da gibt es eine gute Nahkampftrainingshöhle oder auch Fernkampf und Magie. Weiter. Okay. Ja, also gehen wir nach oben wieder. Wir haben. Oh. Wir haben einen Ton mitgenommen. Das wollte ich. Ah, ich kann ihn ja mitnehmen. Dann machen wir als Ton gleich mal irgendwas. Oder müssen halt dann noch mehr Ton holen. Aber eben zuerst Bergbau, dann Handarbeit, dann
beschwören und dann gehen wir weiterschauen. So. Also haben wir das. Und der hat wahrscheinlich Runit. Ich glaube, so hellblau ist Runit. Nein, hier. Hier. Schmelzofen, hallo. Ja, alle machen bitte. Und gleich wieder ein Level Up. Stufenaufstieg im Schmieden. Stufe 4. Neu können wir ein Bronzeschwert, Bronzewurfpfeil, Bronzedraht, Bronzenägel herstellen. So. Jetzt nochmal hier schmieden. Da können wir Bronzenägel herstellen. Die brauchen wir für Handwerkskunst, also Baukunst brauchen wir das fürs Haus. Fertig. Neue Bronzepfeilspitzen. Also dann werden wir nochmals machen wir zwei. Ich glaube, zwei reichen. Dann nehmen wir zweimal zwei Erze mit und machen dann die Pfeilspitzen für die Pfeil, spitzenlose Pfeile. So. Fortschritt Kupferort 14 bis von 25. Aha. Ja, da können wir dann später auch noch beenden. 10 Erz. Dann nehmen wir hier noch Kupfererz. So. Und die Nägel nehmen wir mit. Gehen raus. Gießen das Zeugs. So. Verhütten. Ja, fertig. Und jetzt schmieden. Bronzepfeilspitzen. Was ist denn das? Ah, wir brauchen eine Quest für die. Zweimal 15 Bronzepfeilspitzen. So, benutzen mit Ding. So, jetzt haben wir wieder neue Pfeile. Handhaben. Und die Bronzepfeilspitzen lagern wir. So, machen wir das hier so. Formen. Einen Topf. Dafür brauchen wir weichen Ton. Weichen Ton macht man wie? Handeln. Einen Eimer. Dann holen wir mal ein bisschen Wasser. Können gleich noch kurz zum Feld schauen, ob das schon fertig gepflanzt, also gewachsen ist. Nee, oder? Ist das fertig? Inspizieren. Inspizieren. Deine Kartoffeln gedeihen prächtig. Du kannst in der Zwischenzeit etwas anderes machen. Aha. Okay. Dann werden wir hier den Eimer mit dem Wasser benutzen. Können wir nicht. Dann müssen wir das an einem Brunnen machen. Brunnen? Hat's hier irgendwelche Brunnen? Hat's hier Brunnen? Da ist doch ein Brunnen. Der ist so getarnt. Benutzen mit Brunnen. So, jetzt Wassereimer benutzen mit Ton. Hätte ich jetzt nie mal gedacht. Weiter. Ja, weiter. So, und jetzt können wir hier einen Topf machen.
So. Ja, ich möchte weiter. Jetzt können wir hier benutzen Töpferofen. Braten. So. Oder brennen, eher gesagt. Jetzt haben wir einen leeren Topf. Und noch einen Eimer Wasser. So, nun können wir das lagern. Jo, dann kommt das nächste Mal, kommt dann die Beschwörung dran als Fertigkeit. Und, ah ja, Gewandtheit wollte ich euch dann noch zeigen. Das ist ganz in der Nähe und geht nicht allzu lang. Ja, und dann geht es weiter. Können wir hier kurz schauen? Ja, hier runter in die weiße Stadt, Falador heißt sie. Gehen wir mal in den Partyraum, in die Werkstatt. Und hier hat es einen Friseur, können wir auch mal benutzen. Hier ist die Gilde der Handwerker, aber irgendwo gibt es auch die Bergbaugilde. Weiß ich jetzt nicht, wo die ist. Und hier unten gibt es das Portal für das erste Haus. Wenn wir genug Geld haben, können wir hier mal ein Haus kaufen. Und hier unten, ich schätze ungefähr hier, genau da, wo das Schwarzpunkt ist, ist eine gute Höhle zum für den Anfang ein bisschen Ding, Kunst, ja, also alles Kampfkünste trainieren. Und hier kann man natürlich sehr viel reißen. Im Dorf Draenor werden wir danach noch vorbeischauen, aber das Wichtigste ist eigentlich hier Landwirtschaft. Da können wir auch mal trainieren. Und ja, halt immer wieder Berserker machen, damit wir bei Berserker besser vorwärts kommen. Und das ist Festtagserlebnis. Aha. Und was ist denn das? Seit wann ist hier so ein großer Krater? Ja, den Krater werden wir danach mal anschauen. Und jo. Irgendwo hier in der Wüste gibt es noch das. Ja, die Gewandtheitspyramide, da war ich ja schon mal drin. Aber ich meine, die große Fertigkeit da, Kerkerkunde, die war, wo war die? Die Wildnis ist immer noch viereckig. Hey, was ist denn das? Was ist das? Ist das ein Boss? Vielleicht hier? Funkenkolonie. Ja, irgendwo ist dieser Kerker, also das ganz große Teil. Da ist Krieg der Seele. Briftidias. Gnomenfestung. Ja, in der Gnomenfestung. Oder nein, das ist, glaube ich, irgendwo hier. Kann man sehr gut Gewandtheit trainieren. Fremnerische Insel, Eisberg. Ja, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Also das Let's Play wird wahrscheinlich mein größtes werden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich auch wieder. Und ja, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, alles dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.